Und gleich die besten Momente von Johannes B. Kerner bei Studio Schmidt. Wir haben eine absolute Fernsehlegende hier heute zu Gast. Johannes B. Kerner ist da. Ist das ein... Oh mein Gott! Ich hab richtig Gänsehaut. Boah, der bei Studio Schmidt, ein Klassiker. Ich meine, allein schon, wenn man den Namen Kerner hört, ja, da flippt man ja aus. Dieser Mann ist ein Vulkan. Warum ich mit dem Schluss gemacht habe, war ein Fehler. Erleben Sie die ungekürzten Highlights wie die Begrüßung. Hier ist Johannes B. Kerner. Ja, das ist schon ein bisschen her, aber ich weiß noch ganz genau, wie das war. Du stehst hinter der Bühne und dann kommst du raus und bam. Lanxess Arena, mindestens. Ich habe echt schon ein paar Hallen gesehen, aber sowas, wow. Wie der da reinläuft, ich meine, perfekter geht's nicht. Johannes B. Kerner, was für ein großartiger Moderator. Wer ist eigentlich das unrasierte Kind daneben? Die kultigsten Momente. Ja, und jetzt, da ist er, der Händeschlag. Und dann soll noch mal einer sagen, öffentlich-rechtliches Fernsehen wäre nicht sexy. Ja, das war schon ein krasser Moment. Dann gibt dir die Hand und du denkst, jetzt kommt der Händedruck von Tommy Schmidt und... Nee, nix. Also ganz komisch, ganz eigenartig. So. Das. Wow, dieses Hinsetzen, komplett synchron. JBK nimmt Platz, da sieht man es direkt, der kann das. Geil, geil, geil. Und eine Verabschiedung, die sich gewaschen hat. Und leider, was ein Übergang, hat diese Sendung auch ihre Zeit. Das war's schon mit unserem kleinen Talk. Johannes B. Kerner, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Johannes B. Kerner. Oh nö, ist schon so weit. Als der da Tschüss gesagt hat, das war herzzerreißend. Ich glaube, ganz Deutschland hat geweint. Als die Sendung dann zu Ende war, hat man gedacht, was soll ich mit meinem Leben noch anfangen? Wenn ich sagen müsste, was sind die besonderen Momente? Klar, Deutschland Weltmeister 2014, ja, Geburt der Kinder und eben die Verabschiedung bei Studio Schmidt. Die besten Momente von Johannes B. Kerner bei Studio Schmidt. Jetzt in ZDF Neo. Allein schon das Outfit. Aber die Zeiten waren so. Man hat das angezogen. Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.